ich gehe mal schnell zur Der Forschung. Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Ja, alles klaro. Ich muss erstmal hier ein bisschen was erforschen. Was war denn das nochmal? Nee. Waffe, ne? MP, genau. Sturmgewehr, Präzision. Iridium. Haben wir so viel? Müsste reichen, ne? Müsste für beides reichen. Ja. Shepard, das ist die Gelegenheit. Ich habe ein Notsignal von einer turianischen Patrouille empfangen. Sie ist jenseits des Corlus-Systems auf ein Schiff der Kollektoren gestoßen. Die Turianer wurden ausgelöscht, aber vorher haben sie das Kollektorenschiff lahmgelegt. Sie müssen an Bord des Schiffes gehen und Daten über die Kollektoren besorgen. Finden Sie für uns einen Weg zu Ihrer Heimatwelt. Kaum vorstellbar, dass eine Turianer-Patrouille ein Kollektorenschiff lahmlegt. Berichten zufolge ist die Hülle intakt. Aber alle Systeme sind anscheinend offline. Vielleicht finden in diesem Augenblick bereits Reparaturen statt. Es ist sicher nicht ungefährlich, aber wir können uns so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wenn die Turianer dort eine Patrouille hatten, warum schicken sie dann kein Aufklärungsteam hinterher? Das werden sie. Irgendwann. Aber ich habe die Funksprüche abgefangen. Bis dahin füttern wir sie mit gefälschten Berichten. Sie sind nah genug, um reinzugehen und wieder weg zu sein, bevor die Turianer die Wahrheit herausfinden. Ist diese Information wirklich verlässlich? Information ist meine Waffe, Shepard. Sie ist verlässlich. Schicken Sie mir die Koordinaten. Ich kümmere mich darum. Ist bereits geschehen. Sobald Sie an Bord sind, stellen Sie eine Verbindung zu Edi her. Sie durchforstet dann die Daten nach Informationen über das Omega-4-Portal. Viel Glück, Shepard. Koordinaten eingegeben. Auf zum Schiff der Kollektoren. Warte mal, jetzt? Jetzt? Aber ich bin nicht so weit. Ich will da jetzt noch nicht hin. Was passiert hier? Ach, Mann. Ich würde gerne mal unsere Nebenmissionen abschließen. Ist es mal irgendwie möglich? Und mein Team möchte ich auch gerne fertig machen. Okay, Grunt hat Blutdurst, den nehmen wir mit. Der ist, warte mal, sorry. Betäubungsschuss, Brandmunition, ja, okay. Nehmen wir noch einen Biotiker mit. Oh hier, sie möchte ich gerne dabei haben. Hier würde ich habe das Bedürfnis, ihr auch etwas anderes anzuziehen. Der Ausschnitt ist mir zu tief. Ich habe Angst, dass die Bubis rausfallen im Kampf. Was macht man denn dann da? Ja, wieder reinstopfen. Er hat halt ein echt cooles, markantes Gesicht. Das haben sie gut gemacht. Sichtkontakt zum Kollektorenschiff. Emissionen sehr niedrig. Passiven Infrarottemperaturen zufolge sind die meisten Systeme offline. Triebwerke sind kalt. Das Ding ist gewaltig. Wie sind die Turianer damit fertig geworden? Laserscans ergeben keine Rumpfschäden auf der uns zugewandten Seite. Ich registriere keine Verzerrung des Masseneffektfeldes. Der Antriebskern scheint offline zu sein. Kontakt in 30 Sekunden, Commander. Viel Glück. Das können wir wahrscheinlich gebrauchen. Danke, Joker. Thank you.
so ein Schiff gesehen. Wie ein Stock für Insekten. Die Tiefenscans haben einen Zugangsknoten für eine Verbindung mit den Datenbanken der Kollektoren entdeckt. Markiere Position auf dem Computer Ihres Kampfanzugs. Hallo? Sieht aus wie Eier, ne? Eier oder Waben? Hier singt jemand. Habt ihr es gehört? Mal, das sieht aus wie Waben und das sind die Eier? Oh, Herr Jemine. Shepard, ich habe die EM-Signatur des Schiffs mit bekannten Kollektorprofilen verglichen. Es ist dasselbe, das Ihnen schon auf Horizon begegnet ist. Okay. Vielleicht haben es die Verteidigungstürme für die Turianer sturmreif geschossen. Vielleicht sind die vermissten Kolonisten an Bord. Falls sie noch leben. Und die schreien so. Sind das die Brutdinger? Brutkapseln? Die Kollektoren haben sowas auch auf Horizon benutzt. Allerdings sind die hier. Stimmt, stimmt. Wie mein Tank. Sie haben bestimmt um Gnade gebettelt. Diese Geräusche, die sind mega eklig gerade. Was ist hier geschehen? Mein Gott. Berge von totem Fleisch. Sie wurden vielleicht für Tests benutzt. Wenn es sich um eine Kontrollgruppe gehandelt hat, wurden sie nach Abschluss des Experiments nicht mehr benötigt. Das haben sie nicht verdient. Die wenigsten bekommen im Leben das, was sie verdienen. Traurig, aber wahr. Kann's förmlich riechen, wie es hier stinkt. Grunty, was ist mit dir? Ich überlege übrigens, ob wir nach Mass Effect 2 eine kurze Unterbrechung machen und ein anderes Spiel spielen. Kam mir letztens so in den Sinn. Dann haben wir mal ein bisschen Abwechslung. Ich sag's euch gleich. Das ist ein Kollektor. Haben die etwa an ihresgleichen Experimente durchgeführt? Edi, ich starte den Upload der Daten von diesem Terminal. Versuchen Sie herauszufinden, was Sie vorhatten. Daten erhalten. Analysiere. Die Kollektoren haben grundlegende Erbgutvergleiche zwischen Ihrer Spezies und den Menschen durchgeführt. Suchen Sie nach Ähnlichkeiten? Über Ihre Motive kann ich keine Hypothese aufstellen. Mir liegen nur die Ergebnisse der Voruntersuchungen vor. Sie enthüllen etwas Bemerkenswertes. Eine genetische Struktur mit 4 Strängen. Identisch mit Funden in uralten Ruinen. Wir kennen nur eine Spezies, die diese Struktur aufweist. Die Proteaner. Was? Mein Gott. Die Proteaner sind gar nicht verschwunden. Was? Sie arbeiten jetzt für die Reaper. Oh mein Gott. Es sind keine Proteaner mehr, Shepard. Ja, fast. Ihr Gut weist eindeutig auf umfassende genetische Veränderungen hin. Die Reaper haben sie ihren Bedürfnissen entsprechend umgestaltet. Genau, die haben sie angepasst. Oh, das ist echt, das ist schrecklich. Man möchte meinen, darauf hätte früher schon mal jemand kommen müssen. Niemand hatte bisher je die Möglichkeit, den genetischen Code der Kollektoren so gründlich zu untersuchen. Ich habe bereits 2000 Allele gefundenen Fragmenten zugeordnet. Dieser Kollektor stammt wahrscheinlich von einer Kolonie der Proteaner im Styx-Theta-Cluster. Aber es gibt Hinweise auf umfassende Veränderungen. 3 Chromosomen weniger. Reduzierte Heterochromatinstruktur. Entfernung überflüssiger Müllsequenzen. Die Reaper haben die Proteaner nicht ausgerottet, sondern in Monster verwandelt und versklavt. Genau. Trotzdem, sie arbeiten jetzt für die Reaper und deshalb müssen wir sie aufhalten.
keine Spezies sollte so etwas durchleiden müssen. Suchen wir, was wir brauchen, bevor die Kollektoren kommen, um das Schiff zu bergen. Los! Ja, Sturmgewehr. Ah! Was machen wir? Sturmgewehr, Schrotflinte, Präzisionsgewehr. Ich bin ja eher Fan Schrotflinte, Präzisionsgewehr. Aber dann... ach Gott. Warte mal, ich muss kurz überlegen. Ich... oh. Ich glaube, das ist nämlich dann so die einzige zusätzliche Waffe, die wir noch bekommen. Deswegen... ich habe jetzt Schrotflinte genommen. Warte mal. Kann ich das jetzt? Habe ich hier Einfluss drauf? Nee, ne? Ist Schrotflinte genommen? Ich glaube, ich bereue es. Ich glaube, ich bereue es, dass ich das gemacht habe, dass ich die Schrotflinte gemacht habe. Spätestens, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt, dann denke ich, oh nein, hättest du doch mal Präzisionsgewehr genommen. Ja, ich habe halt, das ist halt auch nichts auf Distanz, ne? Sehen Sie, an der Decke. Guck mal, ich überlege jetzt noch schon. Dieser seltsamen Kapseln. Das sind Hunderte. Vielleicht. Wie viele davon sind voll? Pass mal zu auf. Viele. Ich registriere keine Lebenszeichen in den Kapseln, Shepard. Ah, okay. Wahrscheinlich sind die gefangenen Opfer gestorben, als das Schiff seine Primärenergie verloren hat. Ah, okay. Meine Vermutung war jetzt, dass die Proteaner, dass es so Umwandlungskapseln sind, ne? Wo das verändert wird, wo der Proteaner zu einem Kollektor erschaffen wird. Das war jetzt so meine Vermutung mit den Kapseln. Warum gehen wir eigentlich hier lang, wenn wir doch alles schon haben und nicht den ursprünglichen Weg, den wir gekommen sind? Kann mir das mal einer erklären? Wir haben doch alles. Ich habe nichts auf Distanz. Jetzt ärgert es mich schon. Außer halt meine Kräfte, aber na gut. Das nehme ich mit. Commander, das müssen Sie hören. Ich habe Edi aus seiner Ahnung heraus dieses Schiff analysieren lassen. Ich habe das EM-Profil mit den Daten der ursprünglichen Normandy von vor 2 Jahren verglichen. Beide stimmen exakt überein. Dasselbe Schiff, das mich 2 Jahre verfolgt hat? Das kann kein Zufall sein. Irgendwas stimmt da nicht, Commander. Seien Sie bloß vorsichtig. Ja, ja. Die wollen unseren Code. Die wollen uns. Wer will uns nicht? Mann, wir sind Shepard. Jeder will uns. Ob das... Ich überlege gerade, ne? Die Liara. Die hat ja... Ob die da irgendwie schon eine Vermutung hatte? Aber dann hätte sie es uns gesagt. Weil sie hat ja Forschung über die Proteaner betrieben, weil man ja glaubte, sie sind... groß. Selbst wenn sie jeden Menschen in den Terminus-Systemen verschleppen, könnten sie damit nicht alle Kapseln füllen. Sie werden sich die Erde vornehmen. Nicht, wenn wir sie aufhalten. Ich musste kurz aufhören. Ich glaube, es hat gerade eben kurz geruckelt. Vielleicht auch ein bisschen länger. Weiß nicht, ob man alles gehört hat, was ich gesagt habe. Also, die Liara hat ja an den Proteanern geforscht. Ob sie eine Vermutung hatte von den Kollektoren? Also, was wir jetzt rausgefunden haben. Ob sie da irgendeine Ahnung zumindest hatte. Ich glaube halt, sie hätte es uns sonst gesagt. Hey, Leute, wie geil. Magst du Lichteffekte? Eigentlich habe ich es gut eingestellt. Ich weiß nicht, warum es gerade wieder so komisch war. Ich hoffe, es ist dann wirklich nicht so. Steuerkonsole. Es müsste tote Kollektoren geben. Edi, ich richte eine Verbindung zwischen Ihnen und dem Kollektorenschiff ein. Sehen Sie mal, ob Sie was Nützliches aus den Datenbanken rausholen können.
Datenübernahme wird durchgeführt, Shepard. Oh, das bedeutet nichts Gutes. Nein. Hier sind alle in Ordnung, Joker. Was ist gerade passiert? Plötzliche Energieüberlastung. Alles hat sich abgeschaltet, aber jetzt sind wir wieder da. Ich konnte den Großteil der Überlastung auf unkritische Systeme umleiten. Shepard, das war keine Fehlfunktion. Es war eine Falle. Wir brauchen hier ein wenig Hilfe, Edie. Ich habe Probleme, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Jemand ist im System. Verbindung wiederhergestellt. Ich muss erst den Download abschließen, bevor ich irgendwelche Systeme übernehmen kann. Dann sollten Sie sich damit beeilen, Edie. Sehen Sie mal, Gesellschaft. Samara, das habe ich auch gerade schon festgestellt. Boah. Scheiße, gezielt. Sie können mich nicht verletzen. Doch, glaub mir. Kommen Sie schon, Edie. Machen Sie Dampf. Lese nicht. Scheiße. Kann ich ihn? Ja. Ja, mach doch was. Was ist mit dir? Sind es die Husk-Ableger? Sind es die? Ist der Grunt tot? Ey, duck dich! Was ist mit dir? Warum geht's uns denn jetzt so dreckig? Ich versteh's gerade nicht, sorry. 84%. Edie, bring sie uns hier raus. Ich bekämpfe gleichzeitig an über 8000 Knoten Firewalls der Kollektoren. Meine Kapazität ist ausgelastet. Direkte Intervention ist notwendig. Arschloch! Du kleines Arschloch! Warum bist du nicht tot, Mann? Was ist mit dir?
übernehme direkte Kontrolle. Leckt's mich am Socken? Programm. Sterilisierte Spezies. Vergeudetes Potenzial. Was? Hey, mein Teammitglied ist hier keine vergeudetes Potenzial. Nichts kann mich aufhalten. Nein! Hör auf! Hör auf damit mit der Kacke! Hör auf! Idi! Was ist los, Idi? Sprich mit mir! Idi? Shepard, Sie müssen meine Verbindung zu der Steuerkonsole manuell wiederherstellen. Ja, wo warten die? Ja. Nee. Da. Samara, ein Tänzchen machen wir später. Ich habe die Kontrolle über die Plattform wieder übernommen, Shepard. Ich wusste, Sie lassen uns nicht im Stich, Edi. Ich arbeite stets mit maximaler Kapazität. Haben Sie, was wir brauchen? Ich habe Daten gefunden, mit denen wir das Omega-4-Portal erfolgreich steuern können. Ich habe auch das turianische Notsignal gefunden, das für diese Falle als Köder eingesetzt wurde. Quelle waren die Kollektoren. Das ist ungewöhnlich. Für mich klingt es logisch, dass Sie die erste Nachricht als Köder gesendet haben. Nein, es ist ungewöhnlich, weil turianische Notsignalkanäle eine Sekundärverschlüsselung aufweisen, die aber bei dieser Nachricht fehlerhaft ist. Es ist unmöglich, dass der Unbekannte das Notsignal für echt gehalten hat. Warum sind Sie da so sicher? Ich habe die Anomalie in den Erkennungsprotokollen von Cerberus gefunden. Und die hat er geschrieben. Er wusste, dass das eine Falle war? Warum sollte er uns in eine Falle schicken? Der Mistkerl hat uns direkt den Kollektoren ausgeliefert. Das kommt nicht völlig unerwartet. Cerberus hat schon häufig Verrat begangen. Commander, wir haben da noch ein Problem. Das Kollektorenschiff fährt hoch. Sie müssen da raus, bevor Ihre Waffensysteme online sind. Ich werde nicht noch eine Normandy verlieren. Ich habe nicht die volle Kontrolle über Ihre Systeme. Ich tue, was ich kann. Sende Koordinaten für die Shuttle-Abholung. Dann los, Abmarsch! Jetzt geht's hier gleich ab, gell? Oh ne, wir kriegen wahrscheinlich doch noch eine Waffe. Guck mal, links ist noch ein Platz frei. Rechts ist noch ein Platz frei. Na dann, auf geht's, Leute. Zack, zack, zack. Lassen wir uns nicht zweimal sagen. Die Tür zu Ihrer Rechten. Ja. Der nervt mich am allermeisten. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr dieser Typ mich da nervt. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Ihr Angriff ist eine Beleidigung. Ja, sehe ich anders. Schweinis, hört auf damit! Auf den Boden, sofort! Oh Gott, wie schlecht. Ja, bleib doch mal stehen! Bleib stehen! Danke. Wo müssen wir denn hin? Um Himmels Willen. Hä? Hier ist klar, ach, da. Nach rechts!
jetzt hätte ich so gerne ein Scharfschützengewehr. Wir übernehmen die Kontrolle. Lass die Toten. Es tut mir leid, aber... Wenn sie angeschossen wird, das hört an, wie wenn sie gerade, hört sich an, wie wenn sie Sex hat. Das ist ganz furchtbar. Also mal ganz im Ernst, wirklich jetzt. Alter, die stöhnt mir hier was ins Ohr. Was ist? Oh, oh, oh. Ich werfe sie um. Scheiße. Ich kann mich nicht konzentrieren auf den Kampf wegen dir. Die nehme ich nicht mehr mit. Ich nehme die nicht mehr mit. Oh Gott. Nee, die habe ich schon, danke. Es gibt keinen Schmerz. Es gibt keine Furcht. Kann mir einer mal den Weg sagen? Da geht's nicht lang, ne? Schon hier hoch. Nee. Hä? Wo muss ich hin? Laufe ich richtig? Ja, es speichert. Ich öffne eine Tür auf der anderen Seite des Raums. Was ist da los mit dir? Oh Mann, ich will nicht, ehrlich, nicht gegen dich, nicht, nein. Warte mal, wo ist mein supergeiles Ding hier? Soll ich Feuer einstellen? Willst du mich jetzt ein bisschen verkackeiern oder was ist los mit dir? Schon erledigt. Danke. Edi, wir haben hier ein Problem. Vorübergehender Ausfall von Firewall 3217. Leite Befehle durch Firewall 7164 um. Du, ich sag's euch. Ich habe erfolgreich eine Tür in der Wand gegenüber geöffnet. Haben wir fast gedacht. So lange wie möglich offen. Hey, da unten. Sind wir da reingekommen? Jetzt müssen wir bald draußen sein. Das sieht interessant aus. Zeit zu kämpfen.
Ja, ach komm. Huch! Oh, du kleines Rübenschwein. Doch, kann ich, siehst du doch. Guck mal, geht ganz einfach. Oh, es tut mir sehr leid, aber ey, das geht gar nicht. Ey. Die Alte geht, also... Die ist mir... Nee. Huch. Ich muss mich konzentrieren. Ich bin gerade kurz abgelenkt gewesen. Da. Oh. Einen getötet. Übernehme Kontrolle über diese Form. Alter. Ich hol sie von den Füßen. Übernehme direkte Kontrolle. Schmerz ist eine Illusion. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Konzentriert euch auf Shepard. Guck mal, der sagt das auch noch, ne? Wow. Nein, nein, nein. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Werfe sie um. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Deine auch, mein Freund. Deine auch. Wo hänge ich denn? Grunt! Grunt, ich hänge an dir. Ich klebe an dir. Feinde! Über diese Form. Ich werfe sie um. Die Toten sind nutzlos. Sie können sich nicht widersetzen. Wir kämpfen. Oh, geh weg! Oh mein Gott. Hassan, brauchen Alien-Spezies zur Fortpflanzung. Zeichen genetischer Schwäche. Sie werden den Schmerz kennenlernen, Shepard. Wenn ich sie zerreißen muss... Ich muss mich kurz konzentrieren. Nein, nein, ich hab's gewusst. Ah, das war gerade sehr, sehr dumm. Ist er jetzt Downy, Mauny?
geschafft. Ach so, die kann da nicht rüber. Ach Gott. Missionszusammenfassung: Entscheidende Informationen über Kollektoren und das Omega-4-Portal erhalten. The Shepherds Flucht kennt der Vorbote die Ausmaße unserer Fähigkeiten und muss dagegen neue Taktiken entwickeln. Muss vorsichtig sein, denn das Informationsnetzwerk des Vorboten könnte an das von Cerberus oder des Shadow Brokers heranreichen. Zudem scheint es unmöglich zu sein, seine Fähigkeiten zur Vereinnahmung von Handlangen zu unterbinden. Idis Arbeit dabei war jedoch großartig und beweist, wie wertvoll eine kontrollierte KI sein kann. Trophäe erhalten, Geisterschiff. Nee, eigentlich nicht. Nee. Shepard, Edie hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Kollektoren wieder online war. Na, sage mal. Edie hat gesagt, das Notsignal kam von den Kollektoren. Sie haben uns hintergangen. Wie ich es erwartet hatte. Wir sind im Krieg. Die Kollektoren verschleppen Menschen. Und jede vergeudete Sekunde hilft dem Feind, sich vorzubereiten. Ich weiß, worum es hier geht. Aber obwohl wir auf derselben Seite stehen sollten, kann ich Ihnen nicht trauen. Ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Kollektoren nicht. Und dann sind Sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf Ihre Fähigkeiten vertraut. Und vergessen Sie Edie nicht. Damit konnten die Kollektoren nicht rechnen. Sie hätten mir von dem Plan erzählen können. Sie sagen, ich sei wichtig und tun doch ihr Möglichstes, mich umzubringen. Die Kollektoren mussten glauben, dass sie im Vorteil waren. Sie hätten die Wahrheit an vielen Details erkennen können, wenn ich sie vorher informiert hätte. Außerdem hätte ich sie nicht da reingeschickt, wenn ich Zweifel an ihrem Erfolg gehabt hätte. Sagen Sie mir nur, dass es die Mühe wert war. Das war es. Edie hat unseren Verdacht bestätigt. Die Schiffe der Reaper und der Kollektoren benutzen ein neues System zur Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennen. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Ich war gerade auf einem Schiff der Kollektoren. Warum haben Sie nicht gesagt, dass wir dort das FFS suchen sollen? Wie gesagt, Edie hat es gerade erst bestätigt.
Außerdem hätten sie zur Beschaffung nicht genügend Zeit gehabt. Aber uns bleiben andere Optionen. Ein Wissenschaftlerteam der Allianz hat kürzlich festgestellt, dass die große Kluft auf dem Planeten Klendagon in Wahrheit ein Einschlagskrater einer Massenbeschleunigungswaffe ist. Ein sehr alter Massenbeschleuniger. Ich habe ein Team auf die Suche nach der Waffe oder dem Ziel geschickt. Sie haben beides gefunden. Die Waffe war funktionsuntüchtig. Aber wir konnten den Flugweg des beabsichtigten Ziels rekonstruieren. Ein 37 Millionen Jahre alter verlassener Reaper. Wir fanden ihn beschädigt und im Gravitationsfeld eines braunen Zwergs gefangen. Sind braune Zwerge nicht im Prinzip Sterne, die es nicht geschafft haben? Einfach formuliert, aber korrekt. Es sind Gasgiganten, die nicht genug Masse haben, um Sterne zu werden. Rechnen Sie mit Stürmen und extrem hohen Temperaturen. Der Reaper hat ein Masseneffektfeld, das ihn im Orbit hält. Wahrscheinlich eine automatische Reaktion auf die externen Gefahren. Er ist stabil, aber sicher würde ich das nicht nennen. Ich habe gesehen, was die Sovereign mit der Flotte der Citadel gemacht hat. Kaum vorstellbar, dass man etwas so Mächtiges überhaupt aufhalten kann. Das Schiff ist ein Relikt aus einem Krieg. Zu einer Zeit, als auf der Erde die Säugetiere ihre ersten Schritte gemacht haben. Von der Spezies, die geschossen hat, gibt es keine Spur mehr. Vielleicht war es ihr letzter Widerstand, bevor sie ausgelöscht wurde. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht einfach reinschneien und ein Päckchen abgreifen. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem sie an Bord gegangen waren. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweise und es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe. Das würde das weitere Vorgehen erleichtern. Edie, versammeln Sie die Crew, wir haben viel zu besprechen. Natürlich, Shepard. Dass der immer rauchen muss. Boah, ich will gar nicht wissen, wie es da stinkt bei dem. Er qualmt sich ja jedes Mal ein. Der Unbekannte hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen. Uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Es gab wirklich keine andere Möglichkeit. Hoffen wir mal, dass dieses FFS funktioniert. Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt. Das kann nicht stimmen. Lassen Sie mal das Diagnoseprogramm laufen, Joker. Unsere VI hat anscheinend einen Software-Bug. Meine Berechnungen sind korrekt. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich innerhalb des Kerns der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation. Geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Die Kollektoren sind nur Handlanger unseres wahren Feindes. Und wir haben alle gesehen, wozu ihre Meister fähig sind. Sie haben die Massenportale und die Citadel gebaut. Wer möchte behaupten, dass es ihnen unmöglich ist, eine Raumstation inmitten von schwarzen Löchern zu errichten? Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Nur weil wir den Kollektoren durch das Portal folgen können, bedeutet nicht, dass wir sie auch besiegen. Ich will erst hinterher, wenn ich weiß, dass wir dazu bereit sind. Ja. Früher oder später brauchen wir das FFS sowieso. Warum also warten? Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Genau. Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Richtig. Je mehr Leute wir auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen.
Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen. Mhm. Gut, Crew. Crew! Abtrünnig 5. Was? Fische füttern. Vergessen. Fischis. Fischi, Fisch, Fisch, Fisch. Diesmal, ja, ich habe gesagt, diesmal kümmern wir uns gut darum. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay, danke. Da gehe ich jetzt auch hin. Ich bin gespannt, wer unsere zwei anderen Mitglieder sind, beziehungsweise eins können wir uns denken. So, bitteschön. Na, sage mal, hallo? Hier. Von Cerberus. Gute Arbeit. Wir wussten, dass Eclipse wertvolle Fracht auf Darata versteckt. Aber wir konnten nicht landen, weil ihre Söldner sonst womöglich die Kisten zerstört hätten. Wir haben die Credits auf ihr Konto überwiesen und sind sehr froh, sie bei uns zu haben, Shepard. Ja, war jetzt nicht so geil. Wir haben ja nur 5 Kisten gerettet, ja, bergen können. Von Martin Burns, Commander Shepard. Odina hat gesagt, diese Nachricht würde sie erreichen. Sie sollen wissen, dass ich nicht vergessen habe, was sie an jenem Tag für mich getan haben, als mich diese irren Biotiker als Geisel genommen haben. Die haben sie überredet, mich gehen zu lassen und mich lebendig von diesem Schiff runtergebracht. Ich will nicht lügen. Ich habe diesen Job nur wegen der Macht angenommen. Das Problem der Biotiker war für mich ein Sprungbrett, das ich gut in meinem Lebenslauf machen würde, aber das war falsch. Wir alle dienen der Menschheit auf unsere eigene Weise. Ich weiß nicht, was sie tun, aber ich will dafür sorgen, dass die Menschheit ihr Potenzial mit einem Minimum an Blutvergießen ausschöpft. Ich erhalte Dankesbriefe von L2-Biotikern, die gerade ihre Entschädigungszahlungen bekommen haben. Eigentlich müssten diese Briefe an sie gerichtet sein. Ich dachte nur, dass sie das wissen sollten. Viel Glück. Ich stehe politisch ganz schön unter Druck und wüsste nicht, was ich Ihnen als Hilfe anbieten könnte. Aber wenn Sie mich brauchen, lasse ich Sie nicht im Stich. Martin Burns, Vorsitzender unter Komitee für transhumane Studien. Ich überlege gerade, war das der aus Teil 1, wo wir auf das Schiff geflogen sind? Fragen über Fragen, ich muss in mein Tagebuch gucken. Also, Reaper FFS beschaffen. Zum braunen Zwerg und so weiter. Die hier machen wir natürlich. Boah. Thane. Mit Thane reden. Okay. Aber ich möchte es hier auch noch machen. Wir haben Arsch voll zu tun, hey. Wo war denn Thane? Glaube ich, oder? Nein. Oder? War richtig, ne? Hier sitzt sie. Blöd. Hier ist sie. Scheiße, wo ist der? Ach, hier. Shepard. Ja. Was ist los? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Ja, und jetzt, wo sie hier sind, ist es noch schwieriger, darüber zu reden. Oh nein. Fühlen Sie sich krank? Ich kann den Arzt holen. Nein, nein. Obwohl es vermutlich auch damit zusammenhängt. Meine Sterblichkeit lässt mich über vieles intensiv nachdenken. Ich hatte mal eine Familie.
Ich habe immer noch einen Sohn. Sein Name ist Colliard. Ich habe ihn sehr lange nicht gesehen. Ist Ihnen etwas zugestoßen? Ich habe sie im Stich gelassen. Nicht einfach so. Ganz undramatisch. Ich habe mich nicht mitten in der Nacht fortgeschlichen. Es gab auch keinen abschließenden Streit oder knallende Türen. Ich habe nur meinen Job gemacht. Ich habe überall in der Galaxie gejagt und getötet. Auf Geschäftsreise hat meine Frau den Leuten erzählt. Ich war immer auf Geschäftsreise. Wann hatten Sie zum letzten Mal Kontakt? Vor 10 Jahren. Er hat mir gezeigt, was er in der Schule so macht und gefragt, ob wir wie die Bekloppten miteinander tanzen. Das haben wir oft gemacht, als er noch jünger war. Was ist das für ein Tanz? Es ist... Ich kenne den, ich mache den auch. ...für meine Extranet-Kontakte. Ich erwarte ein Update über mein nächstes Ziel. Die Konsole spielt Musik. Alt. Außer Mode. Colliard kommt ins Zimmer gesprungen. Mein Vater, er läuft im Kreis. Ich hebe ihn hoch, werfe ihn in die Luft, er kreischt und lacht. Dreh mich. Die Konsole piept. Ich setze ihn ab, klicke auf die Nachricht. Vater, bettelt er. Zieht an meinem Ärmel. Ich muss das lesen, sage ich. Ich sehe ihn nicht an. Ach Gott, Scheiße. Sie haben das noch nie zuvor erwähnt. Warum jetzt? Als meine Frau ihren Körper verließ, habe ich mich um die Sache gekümmert. Ich habe Colliard in der Obhut seiner Onkel und Tanten zurückgelassen. Ich habe ihn seither weder gesehen noch mit ihm gesprochen. Nachdem wir jetzt darüber reden, muss er wohl Kontakt mit Ihnen aufgenommen haben. Nein, hat er nicht. Aber in meinem Zustand... Ich habe über mein Leben nachgedacht, gegeneinander aufgewogen, was ich hinzugefügt und was ich weggenommen habe. Ich habe meine Kontakte benutzt, um Colliard aufzuspüren. Er wurde losgelöst. Er tut, was sein Körper will. Das werden Sie mir erklären müssen. Losgelöst. Der Körper ist nicht unser wahres Ich. Das ist die Seele. Körper und Seele bilden in einer vollständigen Person eine Einheit. Wenn die Seele durch Verzweiflung oder Angst geschwächt ist, oder wenn der Körper krank oder verletzt ist, dann ist das Individuum losgelöst, nicht mehr vollständig. Was stimmt nicht mit ihm? Ist er verletzt? Es ist etwas geschehen, das nicht hätte passieren dürfen. Er weiß, wo ich gewesen bin, was ich getan habe. Ich kenne seine Gründe nicht, aber er ist zur Citadel gereist. Er hat einen Job als Auftragsmörder angenommen. Ich möchte ihn mit ihrer Hilfe aufhalten. Er ist... Das ist kein Weg, den er beschreiten sollte. Man heuert für einen Auftragsmord keinen blutigen Anfänger an. Ich fürchte, jemand ist wegen des Namens aufmerksam geworden. Und denkt nun, wir hätten auch die gleichen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, warum er den Auftrag annehmen sollte. Vielleicht um Ihnen näher zu sein? Dieser Gedanke macht mir mehr zu schaffen als alle anderen. Thane, ich habe weder Ihre Kontakte noch Ihre Fähigkeiten beim Verfolgen von Spuren. Wozu brauchen Sie meine Hilfe? Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Ich hätte sie nur gern. Als ich meinen Sohn das letzte Mal gesehen habe, sie haben ihre Leiche in Meeresranken eingewickelt und mit Steinen beschwert. Er will sich von mir losreißen. Ruft nach ihr. Die Anna lassen sie von der Plattform schweben. Sie singen wie ein Glockenspiel. Das Feuer ist erloschen, um neu entfacht zu werden. Er fleht sie an, sie nicht mitzunehmen. Sie lassen ihre Leiche ins Wasser gleiten. Er schlägt mich. Lass das nicht zu. Halte sie auf. Warum warst du nicht? Es regnet. Auf KJ regnet es immer. Warmes Wasser läuft sein Gesicht hinab. Ich wollte nicht, dass Sie das nochmal durchleben. Ein perfektes Gedächtnis ist manchmal eine gewaltige Bürde. Warum ist er zur Citadel gegangen? Vor Jahren habe ich mal ein Paket für ihn gemacht.
als Erinnerung an mein verfuschtes Leben. Ich habe es einer Volusbank zur Aufbewahrung gegeben. Es sollte nach meinem Tod zugestellt werden. Er hatte schon bekommen, ich weiß nicht genau wie. Zu der Zeit, als seine Mutter starb, hatte ich auf der Citadel einen Job zu erledigen. Vielleicht ist er deshalb dorthin. Ich bringe uns so bald wie möglich zur Citadel. Danke, Shepard. Ich werde meditieren, bis sie mich brauchen. Gut, nächster Auftrag für die Citadel. Ich möchte auch gar nicht so viel rum und drumrum reden. Ja. Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Wir haben die ganze Zeit geforscht. Geforscht und geforscht. Und was haben wir erforscht? Maschinenpistole und Sturmgewehr. Und was haben wir genommen? Schrotflinte. Ja, herzlichen Glückwunsch, Schluffi.